Hallo, ich möchte heute gerne mal diese Instagram-Nägel hier mit euch ausprobieren. Ich zeige euch jetzt gleich Schritt für Schritt, wie ich das gemacht habe. Und für alle die, die lieber kürzere Videos schauen, da setze ich einen Link in die Infobox. Da findet ihr das Video in Kurzfassung. Ich habe mir vor ungefähr einer Woche die Nägel einfach nur ein bisschen mit einer Base verstärkt und hatte dann noch keine Zeit, mir was drauf zu machen. Und deswegen habe ich jetzt die Nägel einfach nur angebuffert. Und als erstes mache ich jetzt hier Topcoat drauf. So, ich werde jetzt noch ein bisschen was nachgeben, damit sich das schön glatt ziehen kann. Ich drehe dafür am liebsten halt die Hand einfach um, weil dann verläuft das eigentlich immer ziemlich gut genau dorthin, wo man es gerne hätte, zumindest im Optimalfall. Man muss immer so ein bisschen schauen. Hier oben will es gerade noch nicht so richtig. So ungefähr sollte das jetzt aussehen. Der Topcoat hat sich schön glatt gezogen und kommt jetzt 25 Sekunden in die Lampe. Jetzt cleane ich einmal kurz ab, um die klebrigen Stellen, die eventuell entstanden sind, zu entfernen. Als nächstes kommt jetzt das Pigment drauf. Das hatte ja in meinem Haul-Video nicht so gut funktioniert. Ich habe jetzt den netten Tipp bekommen, dass man das einfach etwas antrocknen lässt. Und dann funktioniert das viel besser, dass sich das gleichmäßig verteilt. Ja, ich denke, das passt jetzt so. Okay, reiben wir das Pigment mal etwas ein. Ja, also das klappt wunderbar. Ich freue mich, dass das so gut funktioniert, weil ich erst echt ein bisschen unglücklich war mit diesen Flüssigpigmenten. Aber das sieht echt gut aus. Also vielen lieben Dank nochmal für den Tipp. So sieht das jetzt aus. Als nächstes braucht man so eine Folie hier. Die habe ich mit noch ganz viel verschiedenen in so einer Box gekauft. Gibt es relativ günstig, hatte ich glaube ich auf Pretty Nail Shop damals bestellt.
Und dann schneide ich erstmal so einen dünnen Streifen ab. Und jetzt mache ich ganz kleine Dreiecke daraus. Damit ich die Folie jetzt ganz leicht auf den Nagel anbringen kann, nehme ich Base Coat. Und trage das auf den kompletten Nagel auf. So. Und jetzt kleben wir einfach die einzelnen Stücken so auf den Nagel, dass der am Ende komplett damit voll ist. So, jetzt kann man noch so ein bisschen zurechtschieben, wie man das gerne hätte. Ich glaube, hier am Rand könnte noch ein kleines Stück vielleicht. Ein schmales. Das hier. Ja, so kommt das jetzt erstmal an die Lampe. Und jetzt versiege ich das nochmal. Und wieder an die Lampe. Den Topcoat habe ich jetzt 1 Minute härten lassen und jetzt kommt dieses 3D-Gel in durchsichtig zum Einsatz. Das setze ich jetzt eher hier oben im oberen Bereich des Nagels an und drücke das erstmal so ein bisschen zu beiden Seiten. Und zum Rand hoch. Und jetzt fange ich an, das langsam nach unten zu ziehen. Es wird jetzt eine Weile dauern.
habe ich das Gel so weitestgehend über den ganzen Nagel gezogen und jetzt schaue ich, dass das schön gleichmäßig oder so gleichmäßig wie möglich in die Ränder verteilt ist, also an die Ränder. Wenn das jetzt nicht super ordentlich ist, ist es auch nicht ganz so schlimm. Das fällt nicht so sehr auf. Aber ja, ich versuche es jetzt trotzdem so ordentlich wie möglich auch an die Ränder zu kriegen. Und vorne drücke ich das dann so ein bisschen noch runter. Kann man auch, wenn das hier so ein bisschen übersteht, nach unten wegnehmen, wenn zu viel Material da vorne ist. Ich lasse das jetzt so. So ein bisschen dick wird der Nagel halt schon, aber man, ja, will ja so einen 3D-Effekt erzielen, von daher. Bisschen was muss halt drauf sein. So, und dann nehme ich mir jetzt hier so eine ganz dünne Pinzette und drücke erstmal gerade Linien nach unten ein. So. Machen wir so ein Kästchenmuster. Also kommen jetzt die Linien noch quer über den Nagel. Das kann man schön in Ruhe machen. Man hat Zeit. Mache ich jetzt unten noch eine? Ja. Okay, und jetzt kommen noch schräge Linien in jedes Kästchen. So, jetzt kann man hier noch mal so ein bisschen an den Seiten das noch mal andrücken, im Fall das jetzt zu sehr absteht. Und hier unten ein bisschen begradigen. Okay, so lasse ich das jetzt und gebe es in die Lampe zum Aushärten. So sieht das jetzt aus. Und man kann jetzt zum Schluss hier noch ein bisschen die Seiten korrigieren, im Fall, dass so ein bisschen
bauchig geworden ist. Hier unten noch ein bisschen gerade machen. Aber im Großen und Ganzen gefällt es mir eigentlich schon so, wie es ist. Ich mache jetzt noch die Hand fertig und zeige euch das gleich, wie das dann aussieht. So, ich bin jetzt weitestgehend fertig. Die Nägel sind von vorne gesehen schon so ein bisschen dick und ja, ich habe jetzt hier schon angefangen, das hier unten nochmal so ein bisschen zu begradigen und auszufräsen. Hier und hier hinten wollte ich jetzt nochmal ein bisschen ausbessern, damit das vielleicht nie ganz so krummbucklig aussieht, sage ich mal. Dieser Fräserkopf hier ist leider nie der beste dafür, aber für das bisschen hier sollte es eigentlich halbwegs gut funktionieren. Ja, ich werde das jetzt so lassen. So sehen die Nägel jetzt aus und ich hoffe, das kommt halbwegs so rüber wie in echt, weil der Effekt ist wirklich cool. Ja, dann hoffe ich jetzt, dass euch das Video gefallen hat und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!